Gießereitechnik. Das Prinzip Sandguss. Vorgeführt vom Konstrukteur, vom Former und vom Metallgießer. Ein Wissensfloater der Bergischen Universität Wuppertal und des Vereins Deutscher Gießereifachleute mit Videos, Animationen und Hörtexten. Große Gussstücke und Teile aus hochschmelzenden Metallen werden in Einmalformen auf Sandbasis gegossen. In der Fachwelt nennt man diese Art von Formen verlorene Formen, weil sie zur Entnahme des fertigen Gussteils zerstört werden müssen. Solche Formen werden aus speziellen Formsanden hergestellt. Der Formsand ist selbstverständlich nicht einfacher Sand, sondern besteht aus einem feuerfesten Formgrundstoff und chemischen Zusätzen. Er muss zunächst bildsam, später fest und gasdurchlässig sein. Im Formsand müssen die Flächen der Außenkontur des späteren Gussstückes entsprechend negativ abgeformt werden. Das Einformen geschieht zweckmäßig mit Hilfe eines sogenannten Modells aus Holz oder Kunststoff. Auch die Innenkontur, die Bohrung, soll bereits vorgegeben werden. Für diesen Hohlraum im Inneren des Werkstückes benutzt man später ein zusätzliches Formelement, einen sogenannten Kern aus Sand mit Kunstharzbindung. In der Form benötigt dieser Kern Auflageflächen, um ihn exakt positionieren zu können. Einfachste Lösung: Man macht ihn etwas länger. Die herausragenden Enden werden am Modell sichtbar vorgesehen und schwarz gekennzeichnet. Der Former nennt sie Kernmarken. Dieses Modell wird also im Formkasten in Sand eingebettet. Anschnitt und Speiser sind notwendige Bestandteile der Form. Aber wie das Modell herausbekommen? Nun, man nimmt einen zweigeteilten Formkasten und sinnvollerweise auch ein geteiltes Modell. Diese Idee mit den zwei Formkästen als Unter- und Oberkasten, dem geteilten Modell sowie gegebenenfalls eingelegten Kernen ist das Grundprinzip aller Hand- und Maschinenformverfahren. In der Praxis sieht das dann so aus. Zuerst wird das Modell angefertigt. Nun kommt der Formkasten auf eine glatte Unterlage. Formkästen ähneln übrigens mehr einem Rahmen als einem Kasten, aber der verfestigte Formsand hält trotzdem darin. Die untere Modellhälfte einlegen, Formsand einfüllen, gut andrücken und verdichten. Umdrehen. Fertig ist der Unterkasten. Dann obere Modellhälfte auflegen und Oberkasten aufsetzen. Platzhalter für Einguss und Speiser vorsehen. Der Speiser soll Material zum Nachsaugen beim Abkühlen bereithalten, also zuletzt erstarren. Sand im Oberkasten verfestigen. Oberkasten abheben. Und Modell aus Ober- und Unterkasten entnehmen. Letzte Versäuberungsarbeiten am Anschnitt. Dann, ganz wichtig, den Kern einlegen. Ausnahmsweise wurden seine Auflageenden dunkel markiert. Und die Form schließen. Jetzt kann das Gießen erfolgen. Später wird die Form geleert, der Guss wird ausgeschlagen. Der Speiser erkaltet zuletzt. Nun zum Abschluss das fertige Werkstück. Hier noch mit Einguss,
Anschnitt und Speiser sowie rechts das ursprüngliche Modell.